jetzt einfach mal zeigen, wie schnell ihr eine Pizza gezaubert habt. Das geht nämlich wirklich ratzfatz und ist fast so schnell wie eine Tiefkühlpizza, die ihr in den Ofen schiebt, fertig. Ich habe hier ein bisschen Dinkelmehl, 350 Gramm, um genau zu sein, einen ordentlichen Schluck Olivenöl, einen halben Teelöffel Natron. Natron deshalb, weil da ist eben kein Phosphat drin. Und manchmal hat man, wenn man eben ein Gebäck isst, in dem Backpulver verwendet wurde mit Phosphat, hat man so einen bitteren Geschmack im Mund, so im Abgang. Wenn das ganze Schöne weg ist, bleibt das Eklige übrig. Und das ist eben das Phosphat und das habt ihr nicht, wenn ihr Natron oder Backpulver ohne Phosphat verwendet. Also Weinsteinbackpulver zum Beispiel. Dann ist drin Oregano und eine Prise Salz. Das war's schon. Jetzt gebe ich einfach ein bisschen Wasser dazu und guck mal, wie viel. So, Schlückchen, Schlückchen, Schlückchen für Schlückchen. Jetzt wird der Teig schon ein bisschen klebrig. Und Schluck. Und dann müsst ihr den Teig nicht gehen lassen. Das ist wirklich eine ganz schnelle Nummer hier. So, das war's schon. Naja, lass das mal 100 Milliliter Wasser gewesen sein. Dann sieht jetzt der Teig so aus. Durch das Olivenöl klebt er auch hoffentlich nicht so arg an den Fingern. Ich habe mir aber hier schon mal ein bisschen Mehl noch bereitgestellt, dass, falls es doch noch ein bisschen klebt, dass ich da noch mal ein bisschen Mehl dran geben kann. So, der gefällt mir aber schon ganz gut. Das Wasser stelle ich weg. Gebe noch ein bisschen Mehl dran, damit ich das noch mal ordentlich durchkneten kann, ohne das mit den Händen zu backen. So. Das ist natürlich der Ratzfatz-Pizzateig. Ich weiß ja, manchmal muss es einfach schnell gehen. Da hat man nicht die Zeit, da noch ewig Pizzateig anzusetzen, eine Stunde zu warten. Wenn die Kinder nach Hause kommen, soll ja eigentlich das Essen auf dem Tisch stehen. So. Dann bleibt auch noch genug Zeit für Hausaufgaben, zum Spielen. Oder wenn ich auch mal alleine bin, mache ich mir auch mal schnell eine Pizza. Das ist doch jetzt schnell gemacht. Zack, der Teig ist fertig. So. Kann ich hier das so ein bisschen abribbeln. Und das ist doch wirklich, war doch jetzt keine Hexerei. So, dann wende ich das hier gerade noch mal ein bisschen in Mehl, damit mir das auf dem Brett nicht anbackt. Dann habe ich hier die Hausordnung. So, das bestäube ich jetzt einfach ein bisschen mit Mehl. Gucke ich, dass immer ein bisschen Mehl unten drunter ist. Das rolle ich jetzt aus und der Teig, der schnurrt halt auch ordentlich zusammen. Aber da sieht man, das ist, Haare stören mich so ein bisschen. Jetzt habe ich schon so lange Haare und jetzt stören sie mich, aber ich mag sie. Ich mag sie. So, aber wir sind ja auch schon fertig. Also bei dem Dinkelteig finde ich es immer wichtig, dass der dünn ausgerollt ist, weil sonst hat man so viel Teig im Mund, es klebt und klebt und man kaut und man kaut. Deshalb hier wirklich dünn. Das reicht auch schon an. Es gibt noch eine Pizza. Aber wir brauchen jetzt erstmal nur eine. So, wirklich ganz dünn. Den Backofen habe ich jetzt mal wirklich schon auf 260 Grad hochgeheizt. Hier sieht man auch schön Oregano, der in dem Teig verarbeitet ist. Dünner Pizzateig. Man kann schon fast durchgucken. Ne? Und er hält super. So, jetzt gebe ich den hier auf mein Backblech. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Da war es wieder. So, dann habe ich hier einfach Tomatenstückchen aus der Dose. Das habe ich verfeinert mit Olivenöl, ein bisschen Salz, Oregano, Pfeffer ist drin, ein bisschen Chili ist drin. Das gebe ich jetzt hier auf die Pizza drauf. Und wichtig ist bei dem Belag, dass ihr eben nicht so viel Belag da drauf gebt. Ne? Sonst sitzt die Pizza, der Teig durch. Die ist zwar dann schön saftig, aber der Teig ist so durchgesitzt. Und ich mag das nicht. Ich finde, der Teig sollte schön knusprig sein. So, hier bis an den Rand. So ein ganz klein bisschen von dem Rand sollte man ja schon noch sehen. Zum Anfassen finde ich, ne? Pizza isst man mit der Hand, nicht mit Messer und Gabel.
Meine Meinung und die Meinung meiner Kinder. So, dann habe ich mir hier ein bisschen Belag zurechtgeschnitten und heute ist einer der seltenen Tage, an dem ich dann auch mal Käse esse. Hier habe ich so eine Ziegenkäserolle und jetzt gebe ich das hier einfach drauf. Ich liebe die ungeraden Zahlen. So, dann darf nicht fehlen auf meiner Pizza rohe Zwiebeln. Dürfen nicht fehlen. So. Dann ein paar frische Tomaten noch dazu. Muss mal aufpassen, es hat natürlich wieder viel Feuchtigkeit. Ein paar Oliven, grüne und schwarze. Zack. Mag ich die alle? Ja. Da ist überall noch ein Plätzchen. Dann hier noch ein bisschen Serrano-Schinken. Zupfe ich mir auch da drauf. So, jetzt ist die TK-Pizza erstmal aufgetaut. Jetzt muss sie ja erstmal noch backen, so richtig im Ofen. Das dauert ja immer 20 Minuten. Oder 15? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. So, und dann habe ich ja noch hier mein wunderbares Spinat-Pesto. Davon gebe ich auch ein bisschen was drauf. Oh, die wird mega, die Pizza. Mir ja mal zwischendurch die Hände waschen. So, aber zack, ich will euch ja zeigen, wie schnell das hier geht. Und das liebe ich ja, ein Ei auf die Pizza. Hier so mitten rein. Bäm. Sieht die nicht toll aus? Mann, großartig. Mega und großartig. Da sind sie wieder, die zwei Worte, die ich so liebe. Jetzt geht das Ganze bei 260 Grad für vielleicht so 8 Minuten höchstens in den Ofen. Ihr könnt euch auf Facebook, auf Instagram oder auf YouTube das Video nochmal anschauen und Bilder gibt es auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Viel Spaß beim Pizzabacken wünsche ich euch.